Noch nie zuvor wusste man so viele Details über ein neues Battlefield-Spiel, noch ehe es in der Beta-Phase war. Genau das und noch vieles mehr wird heute unser Thema sein. Und hier natürlich herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wünscht euch mehr State. Wie man gemerkt hat, ich bin so ein bisschen am Versuchen von neuen Einleitungen. Wenn euch diese hier gefällt, lasst mich das in den Kommentaren unter dem Video wissen. Zurück zum eigentlichen Thema. Wer also jetzt schon Fragen zu Waffen, Fahrzeugen oder sonstigem hat, kann diese in der Regel relativ leicht beantwortet bekommen. Wie viel davon denn wirklich in das finale Spiel kommt, beziehungsweise eben nicht durch nachträgliche Patches verändert wird, weiß man natürlich auch noch nicht. In der Videos zu Waffen, Gadgets, Granaten, Fahrzeugen und was halt noch sonst so zu Battlefield gehört, werden dann alle ab der Beta kommen. Inwiefern das denn jetzt wirklich in-depth ist oder so viel in-depth, wie ich es gerne haben möchte, müssen wir mal sehen. Aber spätestens zum Release des eigentlichen Spiels, also Ende Oktober dann, werdet ihr euch vor Infos und Guides von mir auf meinem Kanal garantiert nicht mehr retten können. Zusammengefasst heißt das also, dass man jetzt schon mehr als 74 Waffen, das beinhaltet Zweitwaffen und Battle Pickups, kennt. Dazu natürlich 28 verschiedene Gadgets, 35 Fahrzeuge, 10 Karten, 7 Spielmodi und so weiter kennt. Das heißt, man kennt sie nicht direkt, manche Sachen, man weiß aber, dass es sie geben wird, und bei Fahrzeugen, Waffen und Gadgets, da kennt man wirklich jedes einzelne. Es gibt außerdem neue Details zu dem Spielmodus namens Defuse, was im Prinzip genau das gleiche von dem Spielmodus aus Counter-Strike ist. Sobald man stirbt, wird man nicht mehr respawnen können, das heißt, es gibt keine Respawns und dementsprechend, wenn alle Spieler eines Teams gestorben sind, gewinnt das Gegnerische. Außerdem kann man das Spiel gewinnen, indem man eine Bombe auf einem der zwei Bombenplätze platziert und diese dann detoniert. Mit diesem Wissen über Battlefield 4 könnte ich natürlich jetzt schon so ziemlich alle Videos machen, welche ich gerne machen würde. Allerdings mache ich das aus zwei ganz simplen Gründen nicht. Numero uno. Ich möchte gerne eigenes Gameplay erspielen. Das ist nämlich eigentlich ein wichtiger Punkt von so einem Video. Ich meine, Gameplay läuft immer im Hintergrund und wer immer das gleiche sieht, kriegt nach einer Zeit das Kotzen. Numero 2, oder auch Spanisch, irgendwas anderes. Gerade um Guides zu machen, braucht man Spielerfahrung. Und die habe ich natürlich momentan nur bis zu einem, ja, sehr beschränkten Grad. Sagen wir es mal so. Ich habe also wirklich ziemlich coole Sachen geplant, welche auf euch zukommen werden. Zum Beispiel eine wöchentliche Episode von Mythbusters, welche von mir und Sharpless auf Deutsch und Englisch produziert wird und damit wohl die schönste und umfangreichste Mythbusters-Serie zu Battlefield 4 sein wird. Übrigens, an alle Mit-YouTuber da draußen, passt auf, wenn ihr Gameplay hochladen wollt bzw. es livestreamen wollt. Momentan, zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, gibt es noch keine offiziellen Aussagen dazu, ob und wie und wann man das darf. Also wenn ihr wirklich auf der sicheren Seite stehen wollt, ladet es erst dann hoch, wenn es in der offenen Beta-Phase ist. Sprich, ab dem 4. Oktober. Wer jetzt noch Fragen zu meinem PC-Setup hat, kann das natürlich ganz einfach auf meinem Kanal einsehen und das war's auch schon wieder. Ihr geht einfach direkt auf meinem Kanal und auf dem Kanal-Banner sollte dann ein Link namens Mein PC Gaming Setup sein und da klickt ihr drauf und dann seht ihr auch schon, was ich in meinem PC so drin habe. Um euch alle schon mal so ein bisschen einzustimmen, was die Battlefield 4 Livestreams angehen, kommt doch schon mal auf Facebook bzw. auf Twitter, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wann diese Livestreams denn anfangen. Denn auch davor bin ich natürlich schon ein bisschen am Battlefield 3 Livestream. Naja, ich persönlich freue mich super auf die Beta, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt und ich kann es einfach nicht oft genug sagen, weil die Beta wird noch ganz interessant sein. Eine Karte, zwei Spielmodi, Siege of Shanghai mit Vorherrschaft bzw. Domination und natürlich dem klassischen Eroberungsmodus lassen bestimmt auf einiges Gutes erhoffen. Das war's auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und naja, lasst mich mal in den Kommentaren unter dem Video wissen, was ihr als erstes machen werdet, sobald die Beta angefangen hat. Danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.